Hallo und herzlich willkommen zum 72. Teil über den Flugplatz Marx. Dieses Mal habe ich Bilder für euch von der ehemaligen Küche neben der Barger Schäferei. Die war ausgelegt für 300 Personen. So, wie immer starten wir an dem Gedenkstein Flugplatz Marx, gehen auf die B437 in Richtung Friedeburg. Hier seht ihr schon die Barger Schäferei. Und dort neben in dem Waldstück. Die Koordinaten gebe ich euch gleich nochmal in die Videobeschreibung mit rein. Hier in diesem Waldstück war die ehemalige Küche, wie gesagt, ausgelegt für 300 Personen. Im Hintergrund seht ihr gerade Bilder von der Barger Schäferei. Das war eine ehemalige Postkarte. Jetzt wollen wir ein paar Bilder sehen von dem Waldstück, wo sich die ehemalige Küche befunden hat. In dem gesamten Waldstück findet man überall Klinker, Fundamentreste. Hier ein Wall, da ein Wall. Ich zeige euch mal so eine kleine Übersicht davon. Auch Metallreste findet man dort viel in dem Stück. Ob dies nun alles unbedingt auf den Zweiten Weltkrieg hindeutet, will ich jetzt nicht beschreien, aber hier ein paar Bilder auch davon. Eines der spannendsten Punkte, die ich gefunden habe, war dieser Erdbunker-Splittschutz, was auch immer es ist. Aufpassen muss man, wenn man sich dorthin bewegt, das ist abgedeckt, das Loch, dass man da nicht versehentlich reinfällt. Das ist mir schon fast passiert, weil ich von hinten gekommen bin und fast auf diese Platte oben drauf getreten bin. Wie gesagt, hier ein paar Aufnahmen auch davon, was es ist. Weiß ich nicht, aber es stammt auf jeden Fall aus dem Zweiten Weltkrieg, das weiß ich von den Anwohnern. In dem ganzen Waldstück überall findet man Wälle, Fundamentreste, Klinkerreste, auch Metall. Hier noch ein paar weitere Bilder davon. Das war es dann auch schon wieder von dem Flugplatz Marx mit einem weiteren Teil, diesmal über die Großküche neben der Barger Schäferei. Ich hoffe, dass euch die Aufnahmen gefallen haben. Dann danke an Hannes Hofkind für die passende Musik, an www.ende.tv, lieben Gruß an Silvio und ganz lieben Gruß nach Bad Zwischenahn. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, danke und tschüss.